in Fahrtrichtung oder in Gangrichtung, gehen in Seite rechts, geht Wilhelm Müller, der Marktmeister, der in der Mitte ist auch der Ministerpräsident Volker Bouffier zu sehen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. So, wir wünschen Ihnen auch viel Spaß beim Anschauen des Festumzugs. Wir müssen schauen auf die Schärpen, die Sie umhaben. Einmal die Dahlienkönigin Anja Eichhorn aus Bad Köstritz, unserer Partnerstadt. Die Dahlien fangen gerade an aufzugehen hier. Ja, mal einen kräftigen Applaus, Sie haben gewonnen. Also, von 5 bis 18 Jahren ist beim Deutschen Skirennen alles dabei. Kann man hier in Bad Aarhusen machen. Und Sie nehmen auch an Wettbewerben teil. Wir sehen Bilder von Kunstland, der Mal- und Kreativwerkstatt und Sie stellen heute hier ein paar Bilder aus. Jawohl, wir können auch rhythmisch mitklatschen. Wir kommen hier vorbei. Wir sehen Fritz Gutter, Rollstuhlfahrer, bei den Benzinpreisen läuft er lieber. So, nur dass ja nichts passiert hier. So, was tanzen wir denn in New York? Ah, Südafrika. Jetzt Kuba. Im November kommt das neue Kinderstück Sebastian, Sternenputzer und der Sonnenstrahl. Ein modernes Märchen wird in der Stadthalle Mingeringhausen zur Aufführung gebracht. Gegrillt, schön im Schatten gesessen und erstmal wieder erholt. Das ist auch nicht schlecht. Club Kassel, der Quadclub Kassel hat 60 Mitglieder und feiert dieses Jahr das 10-jährige Bestehen und ist einer der ältesten Quadclubs in Deutschland. Der Quadclub Kassel kommt auch hier, auch aus Mingeringhausen, ab und zu und fährt dort in dem ehemaligen Munitionsgelände. Die Ponybahn Kaiser seit gefolgt natürlich auch von Hightech-Sachen, wie heute die Rettung sein würde. AeroCard. AeroCard goes Facebook. 10 Jahre ist die AeroCard alt oder jung. Sie ist hochmodern und jetzt auch präsent in den modernen Medien, wie man hier sieht. Sie sind Spezialisten für Reifen, für Kfz-Teile, für Reifen und Kfz-Service. Nummer 37, der Dresch-Club Adorf, besteht auch seit 25 Jahren, meine Damen und Herren. Ja, also am 1. September nach Adorf zum Dresch-Club, da ist das große Dresch-Fest. Mensch, ärgere dich nicht, sehen wir jetzt schon ganz groß kommen. Hier begrüßen wir die Twiste-Jacken mit dem Motivwagen 100 Jahre. Mensch, ärgere dich nicht. Herzlich willkommen. Ein Applaus auch für euch. Nummer 39. Danach hören wir schon Knattern und die Kreisverkehrswacht Waldeck-Frankenberg macht diesmal ganz spektakulär auf sich aufmerksam. Er fährt eigentlich ein Zweirad, das er aber sehr oft auch zum Einrad macht. Er macht alle möglichen Sachen. Er sitzt auch ein bisschen anders als die normalen. Und er ist einer der ältesten Stuntmen in Deutschland eigentlich. Hat er mir extra gesagt, ich soll hier ruhig bekannt geben, dass er schon 50 sei. So alt wäre kaum ein Kollege von ihm. Also, meine Damen und Herren, es geht um Geschicklichkeit. Sind bei der Kreisverkehrswacht.
Genau, das sind ja drei Wagen hier. Einmal der Räuber-Rotzenplatz hier, Bio-Porky, der Salami-Snack aus der Region. Das Fleisch kommt von ausgewählten Bio-Bauernhöfen. Also hier dampft ganz schön Jim Knopf und Lukas, weltweit bekannt. Also das ist einfach nur die Nachtjugend in Ada, die uns ihre Best-ofs hier gibt. So, hier nochmal das Disco-Highlight. Kommt doch mal ein Pferd, das macht gar keine Arbeit. Das kann man einfach in die Garage stellen, das braucht man nicht füttern. Schlägt Traktoren, die gut erhalten sind. Freizeiträder, Sporträder. Also meine Damen und Herren, 110 Jahre gibt es schon den Radsport in Wingringhausen. Kräftigen Applaus. So, durchhalten. Ihr habt es geschafft. Hier ist die... Stellt sich ein Tor. Kann der Ding mal retten. So hübsch hier. Hundeschule machen, meine Damen und Herren, 15 Jahre bestehen sie bereits. So, meine Damen und Herren, wir sehen jetzt hier mit dem Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes das Ende des Zuges. Und jetzt verbleibt mir Ihnen noch recht viel Spaß zu wünschen, einen schönen Abend, viel Vergnügen auf dem Viehmarkt. Das ist noch den üblichen Ablauf, der da lauten wird. Wir werden gleich nach drei Böllerschüssen und dann dem Walliker Lied den Markt eröffnen. Ich will mal schauen. Thank you.